Na gut. Dann schleppe ich. Jetzt. Ah, jetzt. Rennen! Juhu! Alles, was länger als mein Körper ist, muss ich rennen. Na klar. Energieanzeige gehen auf. Oh cool. Man kommt raus und ist Ladebildschirm. direkt hochgeheilt. Wieder hoch mit der Energie. Ja, und ich bin im Ladebildschirm. Danach dürfen wir wieder zurück ins Dörfchen. Oh, echt? Hab ich mir fast gedacht. Ah, ich weiß schon, wie der Weg dann wahrscheinlich weitergehen wird. Nee, es gibt dann. Okay, es sieht nach zwei Wegen aus. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich Auf jeden schlafe ein Fall bei sehe dem ich Ladebildschirm. auf der Karte noch sehr viele Instanzen. Ich denke mal, wir werden sehr, sehr, sehr oft noch in irgendwelche Instanzen kommen. Ich wedel mit dem Schwanz gerade. Das klingt so falsch. Oh Mann. Wie war das? Das habe ich auch irgendwie gelesen. Kannst du bitte deinen Schwanz aus der Margarine nehmen? Sätze, die man nur sagen sollte, wenn der andere weiß, dass man eine Katze hat. Na. Stimmt aber. Wieso versuchen wir mich ranzukommen? Ach, das warst du, wo es so bling gemacht hat. Ich dachte schon, ich war das. Hui. Mit dem Schwanz sieht das echt lustig aus in der Luft, wenn man fliegt. Ja. Ich bin ein Eichhörnchen. Nee, so ein Gleithörnchen. Oder wie heißen? Flughörnchen. Genau, so ein Flughörnchen. Die sind cool. GZ. Yay, Stufe 33. Ich rolle langsam von hinten das Feld auf. Pachong. Pachong. Oberst John Kai. Fröhliches Brennofenfest. Fröhliches Brennofenfest, jawohl. Okay, wo geht's jetzt hin? Hier ist eine Quest. Echt? Ach ja, da. Und war versteckt von dir. Mit deinem blauen Punkt auf der Karte. Kann ich sie ja nicht sehen. Gucken, wohin uns der Weg jetzt führt. Ups. Raus aus dem Dorf. Wie immer. Steck die Waffe weg. Komm, steck die Waffe weg, Mädchen. Wie verzweifelt wir fliegen, weil wir keine Energie mehr haben. Jeden kleinen Meter. Schon. Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich es erst auf der Karte. Ich hab den mal erledigt. Hier ist ein Stein. Brauchen wir den? Das sind Erzfragmente. Au! Au! Ja, hat er mir auch gerade gesagt, und da kommt irgendwas. Nee, ich dachte, da kommt irgendwas raus. Wow, was ist da los? Was ist denn bei mir los? Was denn? Ich war gerade betäubt. Obwohl ich nichts abbekommen habe. Einfach mitten beim Rennen betäubt worden. Komisch. Und down. Brauchst du noch einen? Jetzt bin ich fertig. Okay. Ladebildschirm. Oh. Nee, doch nicht. Also ein abruptes in der Luft stehen bleiben, das ist immer schön. Junkai Kommandoposten. So, was? Hier ist noch kalter, Quest. Harter Diebstahl. Okay. Der ist verdammt kalt.
und hart. Och nein! Was der Kledeldicke ist wieder da. Ach nee. Das Erbe die Familie Mu. So heißt die Quest. Hm. Mu. Ja, guck mal, die Kugeln auf. Und Sora. Ich will auch mit einem Kugeln. So, ja. Achso, ich muss auch die Hauptquest abgeben. Hä? Warum hast du das noch nicht gemacht? Weil dann wirst du auch. Hab ich eigentlich gerade, aber da muss doch ein anderer in den Raum stehen. Nee, wo steht denn der? Hä? Mir wird hier noch ein blaues Ding angezeigt. Mir wird der gelbe da noch angezeigt. Ach da, guck mal, Sora steht da. Ich weiß, hab ich doch gerade gesagt. Achso. Sie halten niemanden gut, hab ich. Hast du alles? Außer dass mir hier irgendwie noch eine blaue Quest. Ja, hier angezeigt. Drin gab's noch eine blaue Quest, die ich angenommen hab. Bei ach. Park Mischung. Ah, okay. Oder wie er heißt. Du verstehst schon. Ja, ja. Komischer Name. Okay, na dann können wir ja loslegen. Was müssen wir machen? Töten, bestimmt. Häuptling circa? Okay. Oh, der hat ja. Der hat irgendwas gegen mich. Ja, die haben alle was gegen mich. Ach, die stehen ey. Immer wieder auf. Oh, ich lagge wie Sau gerade. Echt? Wir sind schon auf zwei, also. Ja, bei mir hängt's gerade richtig. Ich weiß nicht, was das Problem ist jetzt hier. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz gucken. Vielleicht ist Windows wieder am Start. Oh, ich hasse das, wenn der Update. Der macht in letzter Zeit sehr viele Updates. Ich muss mal kurz irgendwo in Sicherheit gehen. Stellst du dich mit zu mir? Ja, ich krieg hier nur andauernd Aggro. Also, du bist. Mann, jetzt verfolgt mich dieses kleine Spiel. Wo bist du? Ja, du bist wieder im Lager. Okay, du bist wieder im Lager. Ja, ich bin zurückgelaufen, heute in Sicherheit. Ja. Ich hab's auch wieder eingekriegt, ich weiß nicht, was es war. Vielleicht irgendein Update. Oder ein Respawn, keine Ahnung. Was wir denn hier töten? Die Pflanzen? Stamm? Ja. Oh, die haben Bällchen. Ach, hier diese Stammgedönsviecher sollen wir töten. Na klar, ich habe irgendwas anderes wieder mitgenommen. Schon wieder Pflanzen. Super, und das ist wohl Lootglück, ob die Waffen drin sind oder nicht. Okay, also die kleinen Penner da vorne. Kartenleser. What the fuck, ich weiß nicht, was ich aufgesammelt habe, aber es sieht lustig aus. Ich habe keine nächste angeschissen. Hier ist die Waffe. Eine Waffe. Ja. Haben die dir auch gut geschrieben? Ja. 15? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das war die zweite. Mann, die Blitze nerven mich. Hier gibt es auch so eine Art Bumerang, wenn du Viecher killst. Das ist auch lustig. Okay. Der Pilz hat irgendeine Kiste. Oder soll das nur ein Lockmittel sein oder ist das ein Bug? Siehst du das? Der hat eine Kiste. Ja, bestimmt von einem anderen Spieler. Noch. Strange. Habe ich nämlich auch schon öfters gesehen, wenn Spieler dich nicht looten, dass die da liegen bleiben. Hier siehst du auch so einen Sack liegen. Noch einer. Oder so das Lockmittel. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube es zwar nicht. Ich nehme den mit dem Schild. Ups. Okay, ich bin fast tot dadurch. Eine Beuteauktion hat begonnen. Könntest du gerne haben. Ihr habt euch von der Auktion zurück. Kann ich denn tatsächlich ein Kupfer. Der Geldwert des unverkauften Gegenstands wurde unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Hey! Alle Auktionen sind beendet. Ich habe was bekommen. Ich
Ah, Bumerang. Tatsächlich. Bam. Geil. Bumerang ist cool. Ja. Der gefällt mir. So. Hier schwer irgendein Stein. Ach, dieses Abbau. Silikat für uns. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Probier's aus. Was? Das sieht aus wie eine Rassel oder so. Nee, das hat irgendwie gebetäubt. Ja, ja. Das sagt gerade, was wie eine Art Rassel oder so in der Hand. Zauberstab oder sowas. Könnte sein. Voll tot gelatscht. Ich hab wieder die Rassel. Ja. Ich glaube, wir entfernen uns gerade aus dem Gebiet. Oh ja, die zählen nicht mehr. Ich sehe es auch gerade. Okay, dann lassen wir die mal. Habt ihr noch mal Glück gehabt, aber irgendwann kommen wir wieder. Definitiv. Da ist eine Indie, wo wir vielleicht noch rein müssen, wenn ich das richtig sehe. Ja, da müssen wir rein durch die Hauptquest. Aber die schaffen wir, glaube ich, in dieser Folge nicht mehr. Schauen wir mal. Na, ich glaube auch, dass wir nur... Hier war nichts drin, da ist ein Heiltrank. Und ein versiegelter Stahlkriegsbaum. Bumerang. Hast du? Hab. Ich habe eine Maske drin gehabt. Aber die bringt nichts, die ist nur für Händler, ist ein bisschen wertvoll. Blablabla. Bla, 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 bla. Warum kann man eigentlich da nicht rein? Ja, das freue ich mich auch. Das sieht geil aus. Stimmt. Aber hier drüben ist noch so ein Ding, da können wir, glaube ich, irgendwas machen. Da ist zumindest eine Quest, wird da angezeigt. Achso, bei Häuptling Zirka. Ey, ich eigentlich vor die falschen Tasten. In einer Zeile verrutscht einfach mal. Mann, mein Blitzschlag. Doch, jetzt bloß, der kann auch eine Waffe dabei haben. Ja, er hat da auch eine. Also, nett von ihnen. So, und da sind ach nee, das ist aber seine Waffe gewesen. Wir besorgt haben. Okay. Wie ein Boom, 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 Bumerang. Hier könntet du ruhig mal wieder ein paar Waffen hinterlassen, Freunde. Hier ist noch eine was Wertvolles. Wo kam denn der kleine Arsch mit Ohren her? Gute Frage. Mach ich den mit dem Bumerang? Verteidigt! Geblockt! Verteidigt! Ich hab ne Rassel in der Hand. Oh, der, guck mal, das ist ein Schamane. Au, au! Der wird uns angezeigt, irgendwie, dass wir den auch brauchen. Der da drüben, der Dicke. Da habe ich auch irgendwas drüber. Schamane. Ja. Pff, warte. Ich esse mal. Nee, ich saufe nicht. Ich esse was. Ich habe was gesoffen. Ich wurde so runtergeprügelt. So, voll live. Und dann. Ja, ein scheiß Schamane. Tot? Der ist, ja. Irgendwie kann ich mich gerade nicht bewegen. Jetzt? Nee, mein Charakter reagiert gerade nicht. Auf Pfeiltasten. Probier's mal mit WASD. Naja, geht auch nicht. Geht gar nichts. Ich kann nur rückwärts springen. Schön. Und schlagen. Yay! Ich muss aber irgendwie gucken, ob ich hier mein Interface reloaden kann. Eure Waffe ist beschädigt und muss repariert werden. Ich werde gerade angegriffen, ich kann nichts machen. Ja, ich bin gerade irgendwie gebackt, weil ich bin gestorben. Ja, ich glaube, ich hänge irgendwo eigentlich fest. Ich werde jetzt auch einfach mal sterben und mich neu beleben, dann dürfte hoffentlich wieder alles funktionieren. Was ist das denn für ein Bug, bitte? Totale Charaktersteuerungsverlust. Yeah. Mal gucken, wo ich wiederbelebt werde.
Oh mein Gott, ich bin tot. Das war ja geil. Hatte ich auch noch nie. Nur wo kommen wir an? Oh, bitte nicht in der Kneipe. Noch da? Ja, ich bin noch da. Und? Nein. Ah, ich kann mich wieder drehen, ich kann wieder laufen. Schön. Wo bist du? Oh, lass mich in Ruhe. Du schlägst dich durch. Du hast dich für den harten Weg entschieden. Ja, ich bin doch nicht komplett gestorben. Ja, ich habe mich mit Absicht komplett sterben lassen. Damit eben halt der Bug, in der Hoffnung, dass der Bug weggeht. Hat auch gebracht. Ja. Alles nur für so einen Stein? Für ein Element des Trainings? Ernsthaft? Also, wo müssen wir denn als nächstes hin? Wir haben noch 4 Minuten. Wollen wir wenigstens noch hoch zu unserer Hauptquest uns da hinstellen? Ja. Warum nicht, oder? Oh. Also mal hier durchzukommen, ohne angegriffen zu werden. Wird schwer. Aber wenn dann hier mit schnell sterben. Na toll, klar. Au! Die kleinen Idioten mit dem Schild gehen mir voll auf den Senkel. Wo bist du? Hä, wo läufst du denn lang? Ich hab die Orientierung verloren, sorry. The hard way of life. Oh Gott, hier sind jede Menge Gegner, die müssen. Na ja, komm ehrlich. Scheiß drauf. Oh, ein Bällchen. Thank you. Wow! Au! Ja, au. Sehr au. Nein! Au! Tot? Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Viecher! Wo bist du? Wow! Jetzt sind wir gerade hier wieder zurückzukommen zu mir. Mann! Ich glaube, ich verrecke. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet. Ich lebe, aber ich muss jetzt mal was essen. Ja, ja, weil du hast sie resettet und dann sind sie direkt vor meiner Linse gespawnt. Jetzt ernsthaft? Und ja, sie hauen mich tot. Peng. Ich darf den Weg nochmal laufen. Das war so aber nicht geplant. Sie genau wieder zu der Stelle zurückgeswitcht, wo du sie hattest. Ich dachte, naja, wenn sie an mir hängen, ach, dann passt das doch schon. Dürften sie ja dich nicht hauen, aber falsch gedacht, ne? Okay, mal gucken, wo ich bin. Bestimmt wieder im Dorf. Im Dorf, ja. Warum gibt es da keinen Portpunkt? Tja. Oh, scheiße, hier sind so viele Gegner. Wie laufe ich am besten und am schlauesten? Ja, ich hoffe mal, dass das passt, weil ich habe nur noch 16% Haltbarkeit bei meiner Waffe. Echt? Mir wird nur nichts angezeigt. Nein, scheiße, die haben mich eingefroren. Nein. Ja, ich komme nicht vorwärts. Ich kann nicht rennen, weil Baum. Weil Waffe gezogen jetzt und ja schon. Ich habe 3 oder 4 Leute hinter mir. Ah, sie wollte die Waffe gerade wegstecken. Wo bist du? Unten im Wasser. Jetzt habe ich Ruhe. So. Wo wird mir das angezeigt bei den 16%? Mir wird es erstens unten angezeigt, wo man skillen kann und. Achso. Ne, da habe ich noch nichts. Und zweitens, wie gesagt, ich habe auch schon die Warnung gekriegt. Und zur Not kannst du es ja sehen, wenn du auf deine Waffe gehst, da siehst du ja unten, wie viel Haltbarkeit du noch hast. So, was machen wir jetzt? Perfekter Hieb. Wollte ich noch ein bisschen... Perfekter Hieb. Kann man in alle drei Richtungen skillen? Macht sowas Sinn? Das geht in alle drei Richtungen.
der wechselt ja, der oder ändert so, sich ja, dann. Wechseln zur normalen Haltung. Feuerschaden noch zusätzlich. Drachenzunge. Oh, eine Drachenzunge noch. Achso, nee, nee, nee. Du wechselst, du switchst in den Baum tatsächlich. Ja, hab ich doch. Okay, das. Machen wir mal das Batayutsu. Ich glaube, da brauche ich noch einen Punkt für. Ja, bringt nichts. Gut, lassen wir. Erstmal. Können wir das Stempelbrett mal schnell mitnehmen. Und drehen. Es hat wieder neu begonnen, Freunde, deswegen. Wieder am Anfang. Oh! Ich habe irgendwie eine Vase bekommen. Beschaffte Geheimtechnik. Hab ich bekommen. Ja, beschaffte Geheimtechnik für die Hongmon-Gedöns. Ach cool. Ich habe hier drei Plätze weiter, himmlischen Weihrauch. Verlängert die Beschwörungszeit für euren Gefährten. Ja, Gefährten. Ich hab keinen! Gefährten, das dauert noch ein bisschen. Toll. Deswegen kriege ich jetzt sowas. Ist doch Mobbing. Cool, das sind vier. Wo gibt man die ab? Tägliche Quest für die heldenhaften Verliese der Silberbootfrost. Ihr mich auch, ey. Ihr mich auch. Du brauchst wahrscheinlich erstmal noch mehr davon, ne? Erstens das und Silberfrost, da sind wir noch lange nicht. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute, ne? Jo. So, Freunde, erstmal Diana, danke natürlich wieder an dich, wie jedes Mal. Ja, und ich danke dir, ne? Und jetzt muss ich auch mal ein ganz besonderes Danke an alle Zuschauer rauslassen, weil ich habe tatsächlich geschafft, die 400er Marke an Abonnenten zu knacken. Hat er echt ein Weilchen so über hin und her gesprungen und jetzt ist es, denke ich mal, safe. Ich habe extra noch ein paar Abonnenten abgewartet drüber. Und wollte mich dafür bei euch bedanken, weil Blade & Soul, Echo of Souls und World of Warcraft sind ja so an sich die bestlaufendsten Projekte und scheinbar komme ich mit Diana zusammen irgendwie bei euch am besten an und von daher ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ja, ist meistens so, wenn man zu zweit ist, dann kommt man sowieso immer besser an, als wenn man nur alleine da rumdippelt. Aber wie gesagt, den Leuten gefällt es scheinbar, also uns, euch Zuschauern gefällt es. Uns gefällt es natürlich auch, ne? Uns gefällt es auch, sehr sogar. Obwohl, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das jetzt, glaube ich, beim nächsten Mal nicht mehr. Nein, Spaß. Nein, uns gefällt es natürlich auch sehr sogar. Und ich hoffe, dass das hier noch auf jeden Fall eine ganze Weile geht, das Projekt. Und ich freue mich auch schon, wenn wir die Endstufe erreicht haben und dann auch noch in die großen Sachen einsteigen dürfen. Das wird bestimmt auch echt interessant. Das wird bestimmt lustig. Mal sehen, wie dämlich oder wie gut wir uns dann anstellen, ne? Richtig. Und ein Abonnenten-Special wird demnächst auch noch kommen. Kleines ist aber eigentlich eher, ich sag mal, nicht mit Blade & Soul viel zu tun. Das ist halt eher was für Sternstaub, für meine Hörgeschichte. Aber freut euch drauf. Das wird, denke ich mal, trotzdem ganz interessant. Okay, Freunde, dann verabschiede ich mich mit Diana zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.